Szenario Nummer 4 der Städte- und Ritterkampagne. Das letzte Szenario auf unserer langen Reise durch Catan. Und Siegfried ist wieder mal mit dabei. Den hatten wir ja schon länger nicht mehr. William wird mitspielen. Und ich fürchte, es kommt noch eine dritte Person dazu, damit wir auch wirklich keine Ruhe haben. Ja, eine Kleinigkeit kommt noch dazu, nämlich Jean. Oh, Jean hatten wir auch längere Zeit nicht mehr. Und mit diesen drei Herrschaften geht es jetzt nach Groß-Catan. Ja, mit 4 Spielern. Seefahrererweiterung, Städte- und Ritter-Erweiterung. Alles, was wir schon hatten. 20 Siegpunkte brauchen wir diesmal. Und das wird lange dauern und deshalb fackeln wir nicht lange. Und dürfen als dritter Spieler unsere Siedlung setzen. Das Prinzip ist euch bekannt, nehme ich mal an, wenn ihr bis hierher alle Szenarien geguckt habt. Wenn nicht, tut's mir leid. Ihr werdet es dann schon mitkriegen, worum es hier geht. So, was will ich, was brauche ich, was muss ich? Na, schlechtes Weizen, gutes Erz, guter Lehm. Ich brauche natürlich Lehm am Anfang. Ich brauche aber auch Weizen, ich brauche Holz, ich brauche auch Schaf. Ja, ich weiß schon nicht. Ich hätte jetzt gerne hier und da, aber das kann ich vergessen. Also die kriege ich bestimmt nicht. Ich setze mich jetzt trotzdem hier hin. Ich hätte natürlich jetzt hier oben blockieren können, aber Weizen, Schaf und Holz gibt es häufiger als Erz und Lehm. Deshalb geht es hier hin. Und in welche Richtung will ich denn bauen? Ich baue mal darüber. So. Ja, das war jetzt klar. Aber... ja, da wäre ich jetzt auch gern hingegangen. Aber ich habe jetzt schon was anderes entdeckt. Was ich als Kompromiss in Kauf nehmen werde. Weil ich natürlich eigentlich immer gutes Holz gerne habe. Aber hier oder hier ist jetzt die Frage. Hier ist natürlich das bessere Schaf. Und letztendlich möchte ich gerne wahrscheinlich zu dieser Insel bauen. Eigentlich auch gerne darüber, aber was soll's. Hier hin, dann darüber. Und dann, ja, genau, so machen wir das. Ja, wie gesagt, miserables Weizen, schlechter Lehm, aber immerhin haben wir es theoretisch. Mit etwas Glück kriegen wir da auch ab und zu mal was. Und wichtig ist jetzt natürlich, dass wir jetzt schnell Erz bekommen, damit wir uns mit einem Ritter absichern können. Und zwar noch bevor William das tut. Und der wird jetzt bestimmt seine Straße hier hochbauen. Und wenn der uns hier den Weg abschneidet, genau, dann haben wir ein Problem. Der hat allerdings jetzt auch kein Erz. Mit Lehm wäre ich auch glücklich, dann könnte ich ja einfach eine Straße bauen. Also Lehm oder Erz bräuchte ich jetzt ganz dringend. Nein. Ah, verdammt. Nee, tut mir leid, Siegfried. Ich hätte es ja gern gemacht. Ich hätte den Lehm ja wirklich gerne auch gehabt, aber... dafür das Schaf hergeben, das geht halt gar nicht. Tut mir leid. Das Blöde ist, wenn jetzt eine 8 kommt, dann hat William natürlich auch Erz, ne? Ich werde mich wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass ich hier nicht mehr weiterbauen kann, dass da William mit seinen Ritter hinhaut. Und... nein, nein, nein. Nein, baut er nicht, okay. Alles, ja gut, deswegen kann ich aber trotzdem hier noch nicht weiter. Ich brauche dringend Erz. Die Barbaren, die werden gleich angreifen. Oh, Weizen. Ich brauche kein Weizen. Erz. Und es hat auch keiner von uns einen Ritter gebaut. Oh, super. Jetzt kriegen die Erz und ich brauch's. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Komm, ich gebe euch sogar Papier. So, okay. Er tauscht. Tauscht er auch nur gegen Weizen? Nein, er will Papier haben. Ja, es hilft ja nichts. Ich muss das eine Papier jetzt wirklich opfern. Lieber ein Papier als eine ganze Stadt. So einfach ist es. So. Und nur noch ein Zug und dann kommen die Barbaren. Ich tippe mal drauf, dass wenn die kommen, wenigstens einer meiner Mitspieler seine Stadt verliert. Oh Gott, Jean hat schon jede Menge Handelswaren hier. Alle drei verlieren ihre Stadt, bloß ich nicht. Wie geil ist das denn?
Ja, das finde ich jetzt cool. Ja, da hat sich das wirklich gelohnt, das eine Papier zu investieren. Ach, super. Und ich habe auch noch ein Lehm bekommen. Ach, mein Lehm ist ja gar nicht so schlecht. Sehe ich jetzt gerade. Nö, ihr kriegt jetzt nichts. Ich brauche jetzt noch ein Lehm und dann könnte ich da noch eine Siedlung gleich bauen. Ach, das wäre ja toll. Komm, noch eine 9. Jetzt kriegen die nämlich auch keine Handelswaren jetzt natürlich in der Zeit, weil sie ja keine Städte haben. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich geizig. Ihr habt mich so viele Szenarien lang ausgenommen, schikaniert, mir unfair den Räuber auf den Hals gehetzt. Jetzt bin ich dran. So, erstmal hier eine Straße. Ich nehme an, dass mir jetzt keiner einen Lehm gibt. Nein, natürlich nicht. Das soll mir recht sein. Dann aktivieren wir noch kurz den Ritter. Ich krieg mein Lehm schon noch, ja? Geduld ist eine Tugend. Das ist ein übrigens selten blöder Spruch, ja? Natürlich ist Geduld eine Tugend. Und es ist keine, die auf mich zutrifft. Also, wenn ich irgendwas nicht habe, ist es Geduld. Also manchmal schon. Ich kann sehr wohl Geduld haben, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zoo unterwegs bin und Tiere beobachte und fotografieren möchte, dann muss man Geduld haben. Oder natürlich auch in freier Natur, wenn man das möchte. Da mache ich das nur nicht ganz so häufig. Ich kann auch durchaus Geduld haben, manchmal bei Spielen. Ich sage jetzt mit Tomb Raider 2, wenn ich da vor einer Luke stehe und warte, dass der Hai alle 100 Jahre mal vorbeischwimmt, damit ich ihn einmal mit meinen Pistolen treffen kann, weil ich auch noch Munition sparen will. Oh, eine Händlerkarte. Da, bei sowas kann ich schon Geduld haben. Viel geredet, nichts gesagt und immer noch kein Lehm bekommen. Okay. Gut, dann sind wir eben noch eine Runde lang geduldig. Die 9 wird schon irgendwann kommen. Und mein Mund ist total trocken. Ich könnte die ganze Zeit nur trinken jetzt gerade, weil ich nehme jetzt gerade die 4. Katan-Folge in Folge auf. Oder die 5. Die 6. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe heute angefangen mit der letzten Kampagne Basisspiel, also Groß-Katan. Dann habe ich das Einführungsspiel aufgenommen. Dann habe ich jetzt die Seefahrerkampagne aufgenommen. Okay, dann sind 6 Folgen. Auf jeden Fall klebt mir quasi die Zunge am Gaumen. Danke. Jetzt kriege ich mein scheiß Lehm, jetzt wo ich kein Weizen mehr habe. Danke. So, Jean, du willst doch bestimmt ein Schaf. Bestimmt. Ich weiß es. Nee, echt nicht. Scheiße, und ich sitze am Dreier Weizen. Da kriege ich ja niemals welchen. Den brauche ich ja dann schon gleich wieder, wenn das nächste Mal der... Ja, komm. Ausnahmsweise. Aber nur, weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass ich ein Lehm bekomme, als dass ich einen Weizen kriege. Ja, genau. Jetzt nämlich. Lehm. Und ich habe schon wieder Schluck auf. Und ich könnte jetzt eine Siedlung bauen. Also ich könnte nicht, nur ich kann sogar. Aber dann habe ich keinen Weizen für meinen Ritter mehr übrig. Andererseits komme ich ja sonst überhaupt nicht weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es Sondersiegpunkte, wenn ich diese Inseln besiedle? Habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung bei Groß-Katan. Ich habe es zwar vorhin erst gespielt, aber ich habe es natürlich schon wieder vergessen. So, erstmal bauen wir hier eine schicke Siedlung hin. Dann könnte ich eigentlich noch einen zweiten Ritter bauen. Hab's gerade ein bisschen übrig, so. Und jetzt muss ich warten, dass Weizen... Genau, dass Weizen kommt. Ich sage Geduld, ja. Wer Geduld hat, der wird auch belohnt. So einfach geht das. Entschuldigung. Wie gesagt, ich muss jetzt gerade echt trinken ohne Ende. Sonst kriege ich gleich keinen Ton mehr raus. Das läuft. Auch wenn ich handelspunkttechnisch noch nicht so toll dastehe gerade. Aber die anderen, denen geht es jetzt noch viel schlechter. Die haben ja noch nicht mal eine Stadt. So, erstmal wird der Ritter aktiviert. Jetzt bräuchte ich natürlich Schaf, um da meine Schiffe mal irgendwo hinzubauen. Aber erstmal bauen wir unsere Stadt aus. Und dann gönne ich mir noch eine Stadtmauer. Denn so schnell kann ich den Lehm jetzt sowieso nicht verbrauchen. Ich brauche erstmal Holz und Schaf. Und sicher ist sicher.
Ja, jetzt, ihr rechnet wahrscheinlich schon hoch. Wir spielen jetzt seit 10 Minuten. Ich habe 5 Siegpunkte. Ich brauche 20. 3 hatte ich aber von Anfang an. Also ich habe jetzt gerade mal 2 Siegpunkte geholt in 10 Minuten. Macht nach meiner Rechnung 100 Minuten, um 20 Siegpunkte zu holen. Beziehungsweise 80 Minuten, weil ich ja nur noch 18 Siegpunkte brauche. Egal. Vergesst es einfach. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Das könnten wir mal machen, weil jetzt brauche ich ja ein bisschen. Ich möchte ja auch noch ein paar Städte bauen. Aber, nee, im Moment brauche ich eigentlich mehr Holz. Weil jetzt hier, ja gut, hier wäre eine Stadt schon schön, ist schon klar. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier ein bisschen diese Insel besiege. Und da hindern sie mich gerade so ein bisschen dran. Aber das Schöne ist, die haben ja auch keine aktiven Ritter. Das heißt, jedes Mal, wenn die Barbaren zuschlagen, kriege ich momentan auch noch einen Siegpunkt. Obwohl ich eigentlich gar nicht groß was dafür tue. So, ich baue mal in diese Richtung. Ich will ja zum Erz. Gut, ich will auch noch zum Weizen. Also ich will sowieso in beide Richtungen. Für die Handelsstraße wird es einigermaßen schlecht, wenn ich das hier so aufteile. Aber, ich hoffe jetzt, dass das nicht alles nur an der Handelsstraße scheitert. Okay, jetzt kriege ich keinen Siegpunkt, weil irgend so ein Vollidiot noch seinen Ritter auf die Schnelle aktiviert hat. Und ich kriege eine magere Schmiedekunstkarte. Die ich dann aber auch tatsächlich bald ausspielen werde. Also nicht nur bald, sondern gleich. So, ich darf den Räuber versetzen. Ach, ich sehe gerade, Jean hat schon wieder eine Stadt. Die werden wir natürlich sofort mal ausbremsen hier. Okay, ich aktiviere erstmal den Ritter. Ich könnte jetzt... Entschuldigung, direkt die Schmiedekunst... Ja, ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, hier hinzubauen und dann da hinten rum oder so. Ich glaube wirklich, dass das besser ist. Weil ich muss tatsächlich auch ein bisschen an die Handelsstraße denken. Ich setze das Schiff hier hin, versuche dann, hier meine erste Siedlung hinzubauen, hier dann über eine Straße meine zweite und dann mit Schiffen hier irgendwie weiterzumachen. So ist jetzt gerade mal der Plan. Das ist jetzt echt die beste Lösung. Wir werden jetzt gleich mal unsere erste Zahl vergeben. Und es ist eine 4 beim Weizen. Das ist durchaus ordentlich. Ich habe noch eine Händlerkarte, sehe ich gerade. Die nutzt mir jetzt momentan bloß nicht allzu viel. Deshalb lassen wir es mal gut sein jetzt. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn jetzt noch ein paar Vierer und Sechser kommen würden, damit ich mal ein paar Handelspunkte einfahren könnte. Ah, na toll. Rohstoffmonopol, mein ganzes Holz ist futsch. Ich hätte jetzt gerne eine Bergbaukarte. Dann könnte ich nämlich eine Stadt bauen. Den Gefallen tun sie mir jetzt natürlich nicht. Ja, immerhin gibt es noch ein Erz. Wenn jetzt nochmal eine 8 kommt, könnte ich auch eine Stadt bauen. Ist auch okay. Ich nehme die auch auf diesem Weg. Ich muss das jetzt nicht zwingend über Karten abhandeln. Und ja, ihr könnt euch ruhig hier auf der Insel austoben. Da sind bald sowieso alle Zahlen weg. Ah, ich darf wieder einen Räuber versetzen. Und ich möchte jetzt unbedingt gerne bei William ziehen. Jean ist zwar eigentlich gefährlicher, aber William hat potenziell am ehesten Erz. Und deshalb packe ich ihn auch auf sein Erz. Und krieg Leben. Na, super. Willst du mir nicht noch ein Erz geben? Scheiße. Mann. Nein, will er nicht. Und gegen Holz? Will er auch nicht. Gut, dann nicht. Dann behalt deinen Scheiß. Und es gibt ein Schaf. Ja. Es wäre jetzt theoretisch an der Zeit, ein Fazit zu ziehen, weil ich bin ja im letzten Part. Allerdings habe ich ja eigentlich schon alles gesagt zu diesem Spiel, dass es eben richtig Spaß macht. Es ist jedes Mal anders, weil immer wieder die Karten neu sind. Und ich rede jetzt auch von der Brettspielvariante. Das trifft auf die ja genauso zu. Es ist ein ganz tolles Spiel ab 3 Spielern und man kann viele, viele Abende damit verbringen. Und ich
kann da gar nicht genug davon kriegen. Und jetzt auch hier diese Android-Variante, weiß ich nicht genau, die kostet 5 oder 6 Euro und dann plus jeweils 2 Euro, glaube ich, für eine Erweiterung oder so, oder für 3 Euro. Das, natürlich sind es ein paar Euro, aber ich habe das Spiel jetzt schon so lange und ich suchte das immer noch. Das hat sein Geld längst verdient. Und nebenbei ärgere ich mich, dass es nur ein Dreierleben ist, aber es ist immer noch besser als nichts. Deshalb bauen wir da jetzt eine Siedlung. Und ich hätte jetzt gerne ein Schaf für ein Erz, um einen Ritter zu aufzuwerten. Nein. Dann belasse ich das. Ja, ich lasse es so. Ja, und überlegt es euch, ich meine, ich kann es durchaus verstehen, wenn Leute sagen, oh nee, für Apps will ich kein Geld ausgeben, da gibt es viel kostenlose und so weiter. Ja, stimme ich euch zu. Ja, kann ich total verstehen. Ich habe es mir gegönnt, ich habe mir ein paar Spiele gegönnt, die auch wirklich mal 5 oder auch mal 10 Euro gekostet haben und zum Beispiel auch Carcassonne, von dem ich genauso begeistert bin und auch Final Fantasy, die Vollversion. Und das sind so Spiele, da hat sich das für mich vollkommen gelohnt. Und Catan vorneweg. Es ist mit Sicherheit das Handyspiel, das ich am meisten gespielt habe, seit ich ein Handy habe. Und ich rede nicht nur vom Smartphone, ich hatte Catan auch schon vorher. Und da war es, glaube ich, sogar noch kostenlos, weiß ich jetzt nicht. Und ich habe es nicht einen Tag bereut. Und als mein Account dann mal weg war, das eine Mal, da habe ich es mir auch nochmal gekauft. Also ich habe das auch wirklich zweimal ausgegeben, das Geld, weil ich gewusst habe, dieses Spiel ist es einfach wert. Und irgendwie ärgere ich mich jetzt. Ah, scheiße, das konnte ich wieder. Jetzt ist doch nicht wahr. Die 7. Okay, also ich will auf jeden Fall einen Ritter bauen. Und ich will meine Handelskarte nicht weggeben. Scheiße. Dann muss ich das so. Ah, scheiße, jetzt muss ich. Ah. Ja, shit. Dann baue ich halt keinen Ritter, verdammt. So. Dann. Wen ärgere ich jetzt? Jean. Das war gut. Das war ein einigermaßen gutes Geschäft. So, ich baue einmal Handel aus. Für ein zweites Mal reicht es leider noch nicht ganz, aber ich bin nah dran. Oh, Moment. Bewässerung, Rohstoff. Uiuiuiui. Ich spiele das jetzt mal alles aus. Ich habe zwar überhaupt nicht aufgepasst, was die anderen so haben, aber es müsste eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn da kein Ritter drin wäre. Doch, geht. Okay. So, dann baue ich, dann spiele ich die Schmiedekunstkarte aus. Werde tatsächlich beide Ritter aufwerten. So. Weil ich ja jetzt noch genügend Rohstoff habe, um einen weiteren zu bauen. Den baue ich hier. Dann gönne ich mir jetzt noch eine Bewässerungskarte. Jetzt passt mal auf, jetzt scheppert es nämlich gleich richtig. Dann spiele ich die Händlerkarte aus. Setze den Händler auf meinen Weizen. Ich spiele jetzt tatsächlich noch keinen Ritter aus. Also ich aktiviere noch keinen Ritter. Moment. Nee. Ich habe noch eine Runde Zeit, bis die Barbaren kommen. Ich vertraue darauf, dass ich nochmal Weizen bekomme. Und gönne mir dafür ein Papier und ein Tuch. Und baue beide Städte nochmal aus. Im Moment sind ja auch genügend Ritter aktiv. Aber mit etwas Glück kriege ich nochmal einen Weizen rein. In irgendeiner Form. Und kann dann vielleicht meine Ritter auch noch aktivieren. Es ist immer wichtig, dass man da gut abgesichert ist. Ja, vor allem wenn der blöde Räuber auf der 6 steht. Ne, auf der 8. 8 war es. Ne, 4 war es. Oh. Oh. Eine 4 gibt Weizen und es gibt natürlich Holz und Papier. Und eine 5. Oh, eine 5 gibt eine Bergbaukarte. Allerdings würde ich die jetzt noch nicht ausspielen. Ich werde erstmal hier meinen Ritter aktivieren. So. Und sonst habe ich nichts, nur die Bergbaukarte. Ich hoffe jetzt ein bisschen drauf, dass ich möglichst bald die nächste Stufe meiner Wissenschaft erreichen kann.
Damit ich mir dann regelmäßig auch schon wieder eine Spielekunstkarte. Die bringt mir jetzt bloß nichts, weil ich habe schon zwei starke Ritter. Man darf ja maximal zwei einer Stufe haben. Und die dritte Stufe, die kann ich noch nicht aufwerten, weil ich halt keine Münzen habe. Das geht gern nur mit Münzen. Komischerweise hat noch niemand Münzen. Auch William nicht, obwohl er seine Stadt mitten im Erz hat hier. Jetzt kriegt er mal eine. Ja, Handelswarenmonopol, das war jetzt klar. Also, dass ich die Handelsware, das Tuch nicht, oder das, was Tuch oder Papier, nicht so lange halten kann, bis ich es verwerten kann, das war mir schon fast klar. Okay. Ja, wie geil, wie geil. Jetzt lasst da bloß nichts dazwischen kommen. Vielleicht habt ihr da schon mitgerechnet gerade und gesehen, was ich gerade noch bekommen habe. Ja, ich bin dran. So. Also, wir haben nochmal eine Händlerkarte gekriegt. Und natürlich stellen wir jetzt den Händler auf das Holz. Ja, ist ja klar. Übrigens ist es egal, wenn der Räuber jetzt da drauf geht. Den Händler kann ich trotzdem weiter benutzen. Und jetzt kann ich zweimal zwei Holz gegen Papier tauschen. Und habe meine vierte Wissenschaftsstufe erreicht. Oh, damit bin ich jetzt schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite. Jetzt könnte ich eigentlich auch, statt hier hinten rum, könnte ich eigentlich auch hier rumbauen. Das ist wahrscheinlich geschickter. Mache ich jetzt auch. So. Eine. Oh, neuner Schaf ist gut. Die Barbaren kommen bald. Ich bin die Einzige, die gerade zwei Verteidigungspunkte hier hat. Wenn jetzt noch einer seinen Ritter aufstockt, dann soll es mir recht sein. Dann darf ich mir nämlich da eine Karte ziehen. Das ist dann auch okay. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme nochmal einen Weizen. Damit ich einen Weizen als Puffer habe, für den Fall, dass ich beklaut werde. Damit ich auf jeden Fall, dann, wenn ich wieder dran bin, nochmal einen Ritter aktivieren kann. Okay, Jean hat ihren zweiten. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, weil wenn jetzt dann die Barbaren kommen und wir haben beide gleich viele Verteidigungspunkte, dann dürfen wir halt als Ersatz für den Siegpunkt eine Fortschrittskarte ziehen. Oh, jetzt könnte ich auch mal bald über eine neue Stadt nachdenken. Fällt mir gerade so ein. Ich darf einen Rohstoff wählen. Ich nehme jetzt nochmal ein Erz. Erz ist ja rar. Ich hätte ja schon gerne Stadt am 8. Erz, muss ich sagen, ne? Und wisst ihr was? Da ruhig jetzt auch. Das Übliche mit dem Weizen, ihr kennt es ja. Es wird schon noch ein Weizen kommen. Vor allem jetzt, wo ich meine vierte Wissenschaftsstufe habe. Oh, ich darf noch eine kostenlose Stadtmauer bauen. Das ist super. Okay. Ich baue jetzt eine Stadt am Erz. Natürlich wäre sie hier auch gut gewesen. Aber jetzt habe ich halt eine Stadt am Holz, am Schaf und am Erz. Und das ist mir eigentlich sehr recht. Ich habe keine Rohstoffe mehr, also kann mich auch keiner beklauen. Und ich kann noch eine Stadtmauer bauen. Und das mache ich. Und zwar hier unten. Zwei Stadtmauern bedeutet, dass ich jetzt schon 11 Rohstoffe haben darf, ohne dass der Räuber mir welche abnehmen kann. Und das ist eigentlich ein ordentlicher Puffer. Also, das Maximale ist 13, weil man maximal 3 Stadtmauern bauen kann. Pro Stadtmauer 2 Rohstoffe Schutz. Und da braucht man jetzt auch nicht mehr ganz so sehr zittern, wenn der Räuber kommt. Und ich habe 8 Siegpunkte. Das ist jetzt natürlich noch nicht so viel, wenn man 20 braucht. Aber habt ihr ja auch schon mitbekommen, es kommt dann irgendwann der Punkt in Catan. Entweder ist er gleich am Anfang und es geht dann irgendwann bergab. Ja, ich muss 2 Rohstoffe her schenken. Scheiße. Ich habe nur ein Schaf und ein Tuch. Oder es kommt dann halt irgendwann so der Moment, wo man dann nur noch am Bauen ist, weil man halt ohne Ende Sachen bekommt. Und da arbeite ich gerade so ein bisschen drauf hin. Wir haben jetzt mittlerweile alle Rohstoffe ganz gut hier abgedeckt und uns versorgt. Und jetzt werde ich halt wirklich Hauptaugenmerk darauf richten, hier an der Insel weiterzubauen. Und ich glaube, es gab keine Sondersiegpunkte für das Besiedeln. Ich glaube nicht, nee. So, jetzt ein Weizen wäre jetzt noch nicht schlecht, damit ich meinen Ritter für meine Städte aktivieren kann. So.
soll nicht sein im Moment. Dann halt nicht. Ich habe ja noch eine Runde Zeit, also bis ich wieder dran bin. Und wenn ich dann immer noch keinen Weizen habe, dann muss ich mir halt irgendwas einfallen lassen. Genau, darauf habe ich so ein bisschen gehofft, dass eine Zahl kommt, an der ich nicht dran gebaut habe. Dann darf ich mir nämlich den Rohstoff raussuchen. Ich nehme mal stark an, dass wir auch diesmal nicht unter einer Dreiviertelstunde wegkommen werden. Beim Großkatan mit der normalen, mit den normalen Regeln hat es ja schon so lange gedauert. Und dann wird das jetzt hier bei Großkatan mit Städte und Ritter auch nicht schneller gehen. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen zügiger zu spielen und nicht immer ganz so viel hier drumherum zu reden. Wir sind im letzten Szenario. Sagen wir es mal so. Ich kann es verstehen, wenn ihr das Spiel bis jetzt noch nicht begriffen habt, aber dann kann ich das jetzt in diesem auch nicht mehr ändern. Deshalb kann ich genauso gut zügig voranspielen. Jetzt juckt es mich natürlich, da diese scheiß Siedlung zu bauen, aber ich kann mir dieses Risiko nicht erlauben. 6, doch, bei der 6, da bin ich sogar. Da kriege ich sogar was, scheiße. Schade, dass ich nicht am Hafen gebaut habe. Gibt mir jemanden Weizen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Was will sie denn? Oh, ein Tuch haben. Und für ein Schaf macht sie es auch nicht, oder? Nee. Ich guck mal kurz. Boah, ja, die spart auf der Metropole, ne? Die Dumpfkuh. Nee. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich... Ach, scheiße. Gibt mir jemand ein Lehm? Nee, auch nicht. Ja gut, mein Gott, dann kriegt sie halt ihre scheiß Metropole. Was will ich denn machen, ja? So. Das war mir auf jeden Fall wichtig. So, und aktivieren. Also sie hat sowieso viel mehr Chancen, die Metropole zu kriegen als ich, weil sie irgendwie ständig mehr Rohstoffe bekommt als ich. Also mehr Truhe. Außerdem hat sie ja viel weniger Punkte. Sie hat ja 7 Siegpunkte nur deshalb, weil sie so eine lange Handelsstraße hat, die ich ihr natürlich noch abnehmen werde. Ja, jetzt hat sie ihre Metropole und die hätte sie auch so gekriegt, auch wenn sie mein Tuch nicht bekommen hätte. Dann hätte sie sich halt irgendwie anders zurechtgetauscht oder eine Runde später bekommen. Deshalb ist es alles nur halb so wild. Ich nehme jetzt extra mal ein Holz. Weil noch sind die Barbaren nicht da und ich muss ja auch ein bisschen hier meine Straße mal verlängern. Dann nehme ich noch ein Holz. So. Die Musik im Hintergrund, die erinnert mich immer so ein bisschen an die Auenlandmusik aus Herr der Ringe, muss ich sagen. Oh. Das ist jetzt gerade gar nicht mal schlecht. Bräuchte ich nur noch ein bisschen Erz, dann könnte ich gleich schon bald die nächste Stadt ins Auge fassen. Allerdings sitzt der Räuber auf meinem Erz, also wird da wohl nichts draus. Okay. Erstmal bauen wir jetzt 2 Straßen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier noch langsam mal in Richtung Erz kommen. So. Oh, 5er Erz, super. Hat jetzt vielleicht noch jemand ein Holz? Das wäre perfekt. Nein, eher nicht, ne? Nee. Gut, dann nicht. Dann, was habe ich denn noch für Karten? Bergbau. Oh, Moment, Bergbau. Oh, oh, oh. Ja, dann machen wir das anders. Dann spielen wir jetzt die Bergbaukarte aus. Kriegen hier 2 Erz. Dann spielen wir die Medizinkarte aus. Natürlich wäre hier eine Stadt auch total gigantisch, ja. Aber noch habe ich ja keine Siedlung gebaut. Ich muss ja auch ein bisschen, haushalten. Es ist jetzt auch kein Problem. Bei diesem Szenario haben wir ja mehr Städte. Da haben wir ja nicht nur 4. Von daher ist das alles okay. Baukran und Schmiedekunst. Baukran. Nee, da kann ich. Ja, gut, ich könnte jetzt hier einmal eine Münze. Aber nö, das mache ich jetzt nicht. Ich könnte nochmal einen Ritter aktivieren, einen zusätzlichen. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Ich lasse das mal so und hoffe drauf, dass ich bald noch ein bisschen Holz kriege für die nächste Siedlung. Eine Fortschrittskarte. Ach, geil. Straßenbaukarte.
Ich darf einen Rohstoff wählen. Ja, dann nehmen wir jetzt natürlich Holz, klar. Ja, jetzt kann sie sich da oben austoben. Ja. Ich habe ja schon die meisten Zahlen. Ja, genau, das war jetzt die letzte Zahl, die hat sie noch bekommen. Und danach muss man von seinen eigenen Zahlen nehmen. Ui, ui. Oh, das ist toll. Da kann ich ja gleich zwei Siedlungen bauen. Das ist ja mal richtig geil. Ja, meinetwegen. Dann tausch halt das Erz. Das ist mir jetzt gerade völlig egal. Jetzt bitte kein Räuber. Denn ich habe genau 12 Rohstoffe und ich darf nur 11 haben. Siegfried ist am Zug, okay. Einmal noch. Einmal muss noch gut gehen. Ah, jetzt spielt er auch noch den Erfinder aus. Ja, toll. Jetzt habe ich schon nur noch ein Dreier-Erz. Ah. Aber ihr habt ja schon gesehen, ich habe ja schon ein paar Städte. Also so schlecht läuft es ja gar nicht. Eine 5. Eine 5 gibt Weizen und Schaf. Und ich werde jetzt tatsächlich 2 Siedlungen bauen. Ich könnte jetzt so allmählich mal über einen Schafhafen nachdenken. Jetzt macht er sich. Jetzt wird er sich langsam mal rentieren hier. So, und. Oh, noch eine Straßenbaukarte. Das ist doch nicht zu fassen hier. Okay. Ja, was machen wir denn da? Also, das ist eine Straßenbaukarte, dann wäre das die zweite, dann hätte ich ja doch noch genug Erz. 2 Siedlungen kann ich bauen. Was habe ich denn noch? Moment, erstmal gerade gucken. Oh, Bewässerungskarte. Boah, also wenn es richtig heftig kommt, könnte ich vielleicht sogar 3 Siedlungen bauen, wenn ich noch so viele hätte. Ich baue jetzt erstmal meine Straßenbaukarten. Hier. 1, 2. Ich weiß schon, jetzt muss ich mir meine eigenen Punkte wegnehmen. Aber das ist nicht schlimm. Auf was könnte ich denn am ehesten verzichten? Wahrscheinlich echt auf den Lehm. Möchte ich aber nicht. Soll ich hier das Erz wegklauen? Aber die haben ja trotzdem noch genug, ne? Nee, mache ich nicht. Ich verzichte hier auf dieses Schaf. So. Und mache daraus dieses Schaf. Genau. So. Dann spiele ich gleich, bevor ich jetzt irgendeine Siedlung baue, die zweite Straßenbaukarte aus. Kriegt damit übrigens gleich meine längste Handelsstraße zurück. Okay, was nehme ich jetzt für das Erz? Das muss jetzt natürlich irgendwas sein mit gut Punkten. Und da tendiere ich doch ganz stark hier zu diesem Schaf. Nicht zu dem Holz, zu dem Schaf. Zu der 5. Genau. So. Und da baue ich jetzt eine Siedlung hin. Genau da hinten. Da ist die eine. Und dann baue ich noch eine Siedlung. Und zwar, das ist jetzt eigentlich wurscht. Hier. Die zweite. Wenn ich jetzt noch ein Lehm hätte, könnte ich gleich noch eine dritte Siedlung bauen. Allerdings habe ich, doch, ich habe noch eine. Was will sie denn dafür? Ja, ey, komm, das machen wir doch gleich. Gib mir ein Lehm. Kriegst du einen Weizen. Baue ich eine dritte Siedlung. So, jetzt habe ich keine Siedlungen mehr. Jetzt brauche ich wirklich nur noch Erz und Weizen für Städte. Schau dir das mal an, jetzt habe ich 14 Siegpunkte. Und Baukran hätte ich noch, Bewässerung hätte ich noch. Bewässerung spiele ich jetzt noch aus, damit ich meine Ritter aktivieren kann. Baukran muss ich noch ein bisschen warten, bis mir das was bringt. Okay, Bewässerungskarte. Das war jetzt mal der Brüller. So eine lange Straße und 3 Siedlungen in einem Zug. Das war jetzt echt richtig gut. Den aktiviere ich. Und den aktiviere ich. Und den aktiviere ich auch noch. So. 5 Verteidigungspunkte. Ich habe eigentlich fast die komplette Inselverteidigung jetzt alleine abgedeckt. 14 Siegpunkte. Ja, was brauchen wir? 20? Das habe ich gemeint. Irgendwann tut es dann einen Schlag und dann geht es richtig gut voran. Und jetzt natürlich Städtebau und Entwicklungskarten oder Fortschrittskarten bzw. Handel ausbauen. Das sind jetzt meine Ziele. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr großartig Straßen und Siedlungen bauen. Nein, mache ich nicht. Mein Erz bleibt bei mir.
Und ihr wisst natürlich, wo ich meine nächste Stadt hinbaue. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht schwer zu erraten. Erstmal muss ich sie aber zusammenkratzen. Bestimme eine Rohstoffsorte, ja. Glaube ich. Schau doch gleich mal, wie viel Erz die Herrschaften so haben. Oh, da klaut mir jemand den Weizen. Okay, dann hat sich das gerade erledigt. Handelsmeister, okay. Ah, schade. Oh, schau mal, 24 Rohstoffe. Dem hätte ich jetzt von ganzem Herzen mal eine 7 gegönnt. Oh, jetzt trumpft er aber auch auf mit seiner Handelsstraße. Ich muss da schon ein bisschen aufpassen. Ich habe nur eine Straße Vorsprung. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen... Oh, Handelswarenmonopol. Jetzt, ach Mensch. Es hat mich gefreut, dass ich endlich mal eine Münze habe. Ich sollte vielleicht doch noch nebenbei meine Straße ein bisschen erweitern, weil eine Straße Vorsprung ist nicht viel bei der Handelsstraße. So, ich darf einen Rohstoff wählen. Ich nehme natürlich Weizen. Den brauche ich für Städte und für Ritter. So. Baukran, Rohstoffmonopol. Habe ich eigentlich aktuell noch einen Händler? Nee, ne? Wer hat denn den? Da oben steht er. Okay. Ich habe ein Rohstoffmonopol. Ich könnte das Weizenmonopol ausspielen. Könnte ich eventuell den Weizen gegen das tauschen? Dann bräuchte ich noch ein Schaf. Boah. Da lehne ich mich jetzt gerade sehr weit aus dem Fenster. Hm. Das würde ich eventuell sogar machen. Nee, bräuchte ich gar nicht. Ich spiele jetzt tatsächlich Monopolkarte für Weizen aus. Und spekuliere jetzt darauf, dass ich jetzt gleich meine Metropole bauen kann. Ja, reicht auf jeden Fall. So, ich tausche jetzt 4 Weizen gegen ein Papier und ich tausche 2 Tuch gegen ein Papier. Denn ich glaube jetzt nicht, dass ich die Tuchmetropole, also die Handelsmetropole, ihr so schnell abnehmen kann. Und dann spiele ich jetzt den Baukran aus. Und baue die Wissenschaftsmetropole. Und zwar hier. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich noch einen Ritter bauen. Und zwar hier, weil es jetzt natürlich ein ganz wichtiger Platz hier ist. Mit dem 5er Erz und dem 6er Schaf. Okay. Und habe schon 16 Siegpunkte. Jetzt baue ich nur noch 4. Und ich hoffe ja so ein bisschen drauf, wenn ich so viele Ritter habe, dass ich dann jedes Mal vielleicht... ich habe jetzt hier 6 Verteidigungspunkte, China hat nur 4, dass ich dann tatsächlich, wenn die Barbaren kommen, dann auch nochmal einen Siegpunkt dafür bekomme. Ja, jetzt kommt sie wieder mit ihren Rohstoffkarten. Mit ihrem Rohstoffmonopol. Jetzt muss sie sich hier ein bisschen selber schaden. Ich darf einen Rohstoff wählen und natürlich nicht wieder Weizen. Es geht jetzt nur noch um Weizen und Erz bei mir. Natürlich kriege ich Weizen schneller, aber ich brauche den auch häufiger, weil ich den ja immer für die Ritter benutzen muss. Ja, seht ihr? Jetzt hat sie nämlich 6-mal, also alle 6 Punkte beim Handel. Und dann kann ich sie nicht mehr überholen. Ich hätte ihr die Metropole sowieso nicht abnehmen können. Ja, deshalb habe ich das jetzt auch weggetauscht. Und habe mir dafür lieber meine eigene Metropole gesichert. Oh, jetzt brauche ich nur noch einen Weizen, dann habe ich die nächste Stadt drin. Sogar schon inklusive Stadtmauer, wenn nichts dazwischen kommt. Aber wie gesagt, einen Weizen brauche ich noch. Ja, toll. Und ich bin dran. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Nee, gibt mir natürlich keiner. Und ich habe auch keine Karte mehr, mit der ich mir Weizen irgendwie organisieren könnte. Also muss ich noch ein bisschen warten. Alles halb so wild. Bewässerungskarte hätte ich gerne. Nein, ein Händler. Oh, Händler ist natürlich auch gut. Der Händler selber ist ja schon alleine einen Siegpunkt wert. Und das sieht gerade richtig gut aus hier. Wie gesagt, eventuell verliere ich... Ja, jetzt verliere ich gleich noch die Handelsstraße. Sie hat jetzt nämlich schon 11. Aber
Wenn ich alles andere dann mir gesichert habe, dann kann ich dann auch problemlos noch ein bisschen meine Straße verlängern. Das sehe ich jetzt überhaupt kein Problem drin. Es gibt jetzt hier nochmal Lehm. Und nochmal Erz. Und nochmal Lehm. Gott, so viel Lehm brauche ich doch überhaupt nicht. Ja, komm, jetzt nimmt er mir halt zwei Erz weg, was soll's. Also das tut mir jetzt nur bedingt weh, muss ich sagen. Ich finde es viel schlimmer, dass ich 14 Rohstoffkarten habe. Und Angst vor dem Räuber haben muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es längere Zeit her ist, dass ich so wenig Probleme in dem Szenario habe. Meistens habe ich viel mehr Pech mit dem Ausgeraubt werden und so. Allerdings war halt die Grundlage schon mal gigantisch, dass alle drei Mitspieler erstmal ihre Städte verloren haben. Das hat mir schon einen ziemlichen Vorteil verschafft am Anfang und eine gute Starthilfe gegeben. So, oh je, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles mache. Ich darf einen Rohstoff wählen. Ich nehme Weizen. So. Was habe ich jetzt hier? Ich habe einen Händler, ich habe einmal Bergbau, ich habe einmal Schmiedekunst. Ich baue jetzt erstmal eine Stadt. Und natürlich baue ich die hier. Das war ja vollkommen klar. So, dann spiele ich die Bergbaukarte aus. Dann, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich es jetzt richtig geschickt anstellen würde, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Das macht keiner, andersrum vielleicht? Auch nicht, okay, schade. Dann spiele ich jetzt den Händler aus und setze ihn auf mein Schaf. Habe jetzt übrigens schon 18 Siegpunkte. Werde jetzt 3 Schaf und 4 Lehm gegen 4 Weizen tauschen. Und jetzt ahnt ihr es schon, das Spiel ist jetzt zu Ende. Denn ich habe durch den Händler noch eine Siegpunktkarte bekommen und habe jetzt genügend Rohstoffe, um 2 Städte zu bauen. Und dann war es das. Und eine Stadtmauer hätte ich auch noch bauen können. Habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, Herrscher von Katan. 42 Minuten für Szenario Nummer 4 in der Städte- und Ritterkampagne für Groß-Katan. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Vor allem, wenn man überlegt, dass die oberen Inseln überhaupt nicht besiedelt worden sind und hier unten die eine auch nicht, obwohl wir 4 Spieler haben, hier mit Handelspunkten um uns geschmissen haben. Und trotzdem habe ich einen ziemlich deutlichen Vorsprung. Ich habe 20 Siegpunkte, Jean hat 9, Siegfried hat 6 und William hat nur 5. Das ist mal ein klarer Sieg. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Ja. Und deshalb schauen wir uns jetzt hier diesen Abschlussdialog oder Quadralog, wie man immer das auch nennen möchte, nochmal an. Katan, dank dir. Ich weiß, ich habe es gerne getan. Ich hoffe, ich habe euch dieses Spiel ein bisschen näher bringen können, wenn ihr es noch nicht gekannt habt. Oder es war vielleicht auch unterhaltsam für euch, wenn ihr es gekannt habt. Ich weiß es nicht. Und ja, dann, ja, vielleicht treffen wir uns in der Katan Online-Welt wieder. Mich persönlich jetzt momentan eher nicht. Ich spiele da aktiv momentan nicht mehr. Es ist eine ganze Weile her, dass ich da war. Aber vielleicht irgendwann mal wieder. Und ich hoffe aber, wir sehen uns hier auf diesem Kanal wieder beim neuen Projekt, das morgen startet. Und ich weiß noch nicht ganz sicher, was es ist. Deshalb behalte ich das jetzt erstmal für mich. Und ich habe da ein, zwei in der engeren Auswahl. Also ich bin schon ziemlich sicher, was als nächstes kommt. Aber ich möchte das noch nicht versprechen. Deshalb halte ich jetzt noch meine Klappe und ihr seht es dann morgen. Lasst euch überraschen und macht's gut. Bis dann. Tschüss.